Nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause im Kreis der Familie zu feiern. Norbert Gantner, Sie haben am 24.12. Dienst in der RFL, auch über die Nacht. Meine erste Frage, wenn man schon nicht zu Hause feiern kann, wird zumindest hier in der RFL kurz gefeiert, angestoßen, was geschmückt, oder ist das nicht möglich? Geschmückt sehr wohl. Es gibt einen Christbaum. Aber zu feiern bleibt keine Zeit, weil es ein ganz normaler Dienst ist, wie jeder andere. Aber es gibt hier die Möglichkeit, dass vielleicht jemand vorbeikommt vom Rettungsdienst. Aber sonst gibt es nichts, ja. Wie gerne macht man denn am 24.12. Dienst? Macht man das freiwillig? Wird man eingeteilt? Wie ist das bei Ihnen? Normal wird man eingeteilt, aber ich stelle mich wie jedes Jahr auch andere zur Verfügung, dass die Familien haben, wo noch kleine Kinder haben, zu Hause feiern können. Und darum machen wir das, ja. Machen wir das gerne für die Kollegen, dass man sagt, okay, ich mache für euch den Dienst und bin am 24. da, oder ist da ein bisschen Wehmut dahinter? Na, überhaupt nicht, weil man doch für die, die Hilfe brauchen, den zur Verfügung steht und das zum Besten bringt. Aber wie lösen Sie das dann mit Ihrer Familie, mit Ihren Verwandten oder Freunden? Wann feiern Sie dann den 24.12. das Weihnachtsfest? Ich mache das immer so, dass ich am Nachmittag das vorverlege. Und damit ist das genauso für mich Weihnachten, als wie ich es am Abend mit der Familie feiern würde. Vielleicht noch etwas persönlich. Wie feiern Sie Weihnachten? Gibt es für Sie spezielle Traditionen, denen Sie gerne nachgehen, die Ihnen wichtig sind? Eigentlich überhaupt nicht. Ganz normal mit der Familie, mit den Angehörigen zusammensitzen und über Weihnachten oder Weihnachten feiern.